die Straße LP2 erreicht man in nördlicher Richtung das Städtchen Tazacorte, inmitten des größten Bananenanbaugebietes der Insel. Die erste spanische Siedlung wurde hier in Tazacorte bereits 1492 errichtet. Sehenswert sind die halbrund bebaute bunte Promenade sowie die Pfarrkirche mit Kirchplatz und Laubengang. Weiter in nördlicher Richtung erreicht man nach wenigen Kilometern Puerto de Tazacorte, ein charmantes Hafenstädtchen mit Badestrand und berühmten Fischlokalen an der Strandpromenade. Zeit für ein Windbad, ein Sonnenbad oder Wasserbad, so die Wellen nicht zu hoch schlagen. Von der Westküste zurück zur Ostküste gelangt man bequem über die gut ausgebaute Straßenverbindung LP3. Von Tazacorte kommend erreicht man auf dieser Straße die bevölkerungsreichste Stadt La Palmas, Los Llanos. Bei einem Stadtbummel fallen großflächige Wandbilder ins Auge, die einer Initiative unter dem Titel Stadt im Museum entstammen und an der sich namhafte Künstler beteiligt haben. Am zentralen Plaza de España herrscht reges Treiben in den Straßencafés. Ältere Herren tauschen Neuigkeiten oder schwelgen in Erinnerungen. Und zahlreiche Boutiquen laden zum Shoppen ein. Restaurants verführen zur Einkehr mit spanischen Spezialitäten. Oder lauschige Plätzchen laden zum Foto- oder Kaffeestopp ein. Ein charmantes Stadtviertel im Zentrum. Kurzweilig, abwechslungsreich, typisch kanarisch und unterhaltsam spanisch. Bei der Weiterfahrt in Richtung Ostküste verschönern in den Monaten Januar und Februar viele blühende Mandelbäume mit ihrer rosafarbenen Blütenpracht, die frühlingshaft wirkende Landschaft. Einige Kilometer hinter El Paso führt eine linke Hand abbiegende Serpentinenstraße, nordwärts zu einem vielbesuchten Aussichtspunkt, dem Mirador de los Roques, der bei schönem Wetter eine fulminante Sicht in die Caldera von Süden aus ermöglicht, außer bei Nebel. Zahlreiche beliebte Wanderrouten haben hier ihren Ausgangspunkt. Zurück an der Ostküste kann man bei richtiger Quartierlage das Funkeln der Lichter im Abendglanz der Hauptstadt Santa Cruz bestaunen. Bei entsprechender Fernsicht und etwas Glück
werden Sie am Morgen von einem postkartentauglichen Sonnenaufgang über der weit entfernten Insel Teneriffa überrascht. Frühes Aufstehen kann sich hier besonders lohnen. La Palma, eine Insel, die Ihnen einzigartige Reiseerlebnisse verspricht. Natürlich in ihrer Schönheit. Üppig grün und umgeben vom Blau des Atlantik. Wagen Sie ein Inselabenteuer, das unvergesslich schön werden kann.